Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heute um die Spindel. Vielleicht hat der ein oder andere mein letztes Video gesehen über die Brennnesselschnur. Da habe ich so eine Spindel verwendet, um das Garn bzw. diese Schnur herzustellen. Und vielleicht hat sich der ein oder andere gedacht, jo, das will ich auch machen. Ihr habt aber keine Ahnung, wie ihr euch so eine Spindel ganz einfach selber erstellen könnt. Deswegen gehe ich heute raus und zeige euch mal drei Methoden, wie ihr euch eine ganz einfache, schöne Spindel selbst herstellen könnt. Die Spindel an sich ist ja eigentlich nichts anderes als ein langer Stock oder was auch immer. Der sollte aber halbwegs gerade sein, weil sonst ist das Ganze so am Rumeiern. Deswegen werde ich mal ein bisschen Ausschau halten nach Weide oder nach Haselnuss, weil die jungen Triebe, die wachsen ja praktisch komplett gerade, also die eignen sich da am besten. Mal sehen, was ich als erstes finde, das nehme ich auch. Hier habe ich so eine ganz kleine Weide gefunden und hier vorne wächst so ein richtig schöner Ast, der ist fast kerzengerade. Den werde ich mir erstmal abschneiden. Ja, ihr habt jetzt euren Stock. Der ist jetzt ungefähr 1 cm stark, vielleicht 1,5 maximal. Da suche ich mir erstmal eine schöne Stelle, wo der so am geradesten ist. Und dann werde ich den auf ungefähr 30 cm abschneiden. Also, da müsst ihr ein bisschen probieren, wie euch das so von der Länge am besten gefällt. Ich schneide den einmal hier drumherum und dann kann man den ganz einfach abknicken und hat eine super saubere Stelle. Ja, das Stück hier gefällt mir so am besten und das werde ich jetzt hier auf ungefähr 30 cm abschneiden. So, zack. Das werden wohl ungefähr 30 cm sein. Das ist für mich so die passendste Länge. Das gefällt mir ganz gut. Da werde ich jetzt noch hier die Ästchen abschneiden. Und diese Astauswüchse. Dass es auch ein bisschen angenehmer ist in der Hand. Ja, den Rest nicht wegschmeißen. Den verwerten wir nämlich jetzt. Erstmal mache ich die Ästchen hier weg. So, und jetzt werde ich mir hier 4 Stücke schneiden, a 5 bis 6 cm lang. So, ein Stab 30 cm, 4 kleine Stöckchen, 5 bis 6 cm. Und die werden wir jetzt hier dran befestigen. Um die Schnur zum Festbinden zu gewinnen, nehme ich diesen Weidenstock und schneide einmal hier längs dran lang. Und so kriege ich die äußere Rinde runter, womit wir auch super unsere Spindel machen können. Ihr könnt natürlich alles andere an Bindmaterial nehmen, was ihr so zur Verfügung habt. Aber wenn ich gerade schon Weide habe, dann nehme ich das. Also wirklich gut. Dafür mache ich mir jetzt erstmal 4-5 Streifen. Das sollte reichen. Es geht ganz gut. Das wäre so die allererste Spindel, die man sich macht, bevor man seine erste Schnur herstellt. So, 5 Schnüre habe ich mir jetzt gemacht. Die knüttel ich so ein bisschen zusammen und knitter die so ein bisschen. Dann sind die noch etwas elastischer
man kann sie noch besser verwenden. Als allererstes nehme ich mir meine Spindel. Da werde ich die dicke Seite nach unten nehmen. Die Frage ist jetzt, welche ist die dicke? So rum. Da werde ich jetzt ungefähr auf der Länge von den kleinen, werde ich die hier so dran festbinden. Erstmal links und rechts zwei Stück und die anderen später von der anderen Seite. Anfangs ist es ein bisschen fummelig, aber das kriegen wir hin. So, wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr euch ja gegenseitig helfen. Ich werde da keinen super special Knoten drum machen. Erstmal so, dass es hält und dass ich die Hände auch frei habe. So sieht das jetzt aus. Jetzt nehme ich die anderen beiden und mache die so hier drüber. Und auch da erstmal wieder provisorisch festbinden. Ja, provisorisch hält das jetzt erstmal. So sieht das Ganze aus. Und jetzt werde ich das nochmal ein bisschen schöner umwickeln. Jetzt habe ich nämlich beide Hände zur Verfügung und kann da richtig schön was drum wickeln, dass es auch wirklich bombenfest hält. Als moderne Kunst wird das wahrscheinlich hier nicht durchgehen. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Ganz schlicht gehalten. Das labert jetzt noch ein bisschen hier rum. Deswegen können wir das noch ein Stück runterschieben. Dann sitzt das wirklich sehr stramm. Und siehe da, wir haben unsere erste Spindel. Hier oben an der Spitze machen wir jetzt noch so eine kleine Kerbe rein. Ich schneide wieder einmal rum. Schneid daneben auch noch einmal rum. Und dann kann ich das mit dem Messer rauskratzen. Schon haben wir eine kleine Nut, um unser Garn später aufzuhängen. Ja, die erste Spindel ist fertig. Das ist die wahrscheinlich einfachste Methode, eine Spindel herzustellen. Okay, gibt einfachere, aber hier draußen mit wenigen Hilfsmitteln ist das wirklich eine super Lösung. So könnt ihr euren ersten Faden herstellen, um später den weiter zu verarbeiten. Da könnt ihr euch die Spindel auch nochmal mit richtigen Faden machen. Eine sehr einfache, aber doch effektive Methode. So, jetzt zeige ich euch Nummer 2. Nummer 1 war auf jeden Fall eine sehr einfache Spindel. Auf einer Skala von 1 bis 10 wäre das wahrscheinlich eine 2 gewesen. Also sehr simpel. Die nächste ist da etwas anspruchsvoller. Müsste ein paar Fähigkeiten für haben. Das wäre vielleicht eine 5. Also für die meisten immer noch machbar. Hier habe ich so ein paar schöne umgestürzte Fichten gefunden. Hier werde ich mir erstmal dieses Stück rausschneiden. Auch wieder ungefähr 30 cm lang. Und aus diesem Stück werde ich mir meine Spindel schnitzen. Ich habe dieses Holz hier gewählt, weil das ist sehr gerade. Und dann brauchen wir nicht so viel dran rumschnitzen. Also wirklich gut. Ich habe gesagt, das Ganze seine 5, eine Spindel hier aus diesem Stock zu schnitzen. Da die meisten haben ja wirklich Schwierigkeiten, was der Umgang mit einem Messer betrifft. Also die meisten von euch, die das sehen, werden wahrscheinlich die Fähigkeiten dazu haben. Aber es gibt natürlich Leute, die kriegen das nicht so toll hin wie ihr. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall größeres Geschütz für. Deswegen werde ich mein Feilenmesser nehmen. Das ist nämlich wirklich sauscharf und dann werde ich hier die Spindel ausschnitzen. Ich habe mal hier so ein paar kleine Markierungen gemacht. Hier haben wir so ein paar Astansätze, die lasse ich vielleicht dran, mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir das Ende hier unten zuspitzen
und von der Markierung aus den Stamm. Diesen Ansatz werde ich so ein bisschen tropfenförmig gestalten und das hier muss natürlich sehr dünn werden. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal Fichte genommen. Das lässt sich leicht bearbeiten, auch im trockenen Zustand, denn so einen frischen Ast wollte ich jetzt nicht schneiden dafür. Wie ihr seht, das Messer schneidet den Ast, als wäre es Butter. Ist auch ein guter Kratzer. Ich schätze beiseite. Wer das noch nicht kennt, mein Feilenmesser. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Das ist wirklich mein liebstes Messer. Das kann ich euch allen nur empfehlen. Ich weiß nicht, warum mir das in den Sinn kam. Wahrscheinlich gerade, wo ich diese Spitze hier mache. Wer das Märchen Dornröschen kennt, ich glaube Dornröschen war das, die hat sich ja an dieser Spindel gestochen. Und das war die Unterseite. Die waren früher sehr spitz, ich werde die aber nicht so spitz machen. Mir reicht das, wenn die unten so ein bisschen abgerundet ist. Weil verletzen müssen wir uns nicht, ne? Das reicht wirklich, wenn das dann da unten so aussieht. Ne, nicht spitz, kein Verletzungsrisiko. Wirklich gut. So, jetzt geht's an den Stiel. So sieht das Ganze inzwischen aus. Die ist jetzt etwas dicker als der Stock. Die wird hier so, na, fast 2 cm dicker haben. Die brauchen wir auch hier. Die ist trotzdem federleicht. Jetzt werde ich noch hier unten den Tropfen zu Ende schnitzen. Man könnte das jetzt theoretisch schon so lassen. Aber dann sieht das Ganze noch mal ein bisschen edler aus, ne? Gerade beim Schnitzen ist mir aufgefallen, hier vorne ist Kienspann drin. Das ist schön. Ah, riecht auch so lecker. Fast fertig. Freue mich schon. Das sieht doch schön aus. Ich kann das Ganze jetzt so mit meinem Pfeilenmesser so ein bisschen glätten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das klappt wirklich sehr gut. Ja, ist klar. Halbe Stunde ist noch hell. Jetzt kommt auf einmal die Sonne raus. Ne? Ah, Mann, Mann, Mann. Wird Zeit, dass Sommer wird. So. Wobei, Sommer mag ich gar nicht so. Jetzt im Moment ist optimal. 10, 15 Grad, das ist richtig schön. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Zum Arbeiten auf jeden Fall. Sehr angenehm. Also, das funktioniert wirklich hervorragend. Fast keine Unebenheiten mehr drin. So muss das sein. Wie bei der anderen Spindel werde ich jetzt hier oben noch eine Kerbe machen, wo die Schnur später drin hängt. Oder das Garn. Dazu werde ich auch wieder hier einmal drumherum schneiden. Und es dann vorsichtig rauskerben, wie auch immer. Wunderbar, auch das wäre geschafft. Da stehen jetzt auch noch so ein paar Splitter. Die feile ich auch eben weg. Also dieses Messer ist wirklich das Beste, was ich kenne. Das hat mich noch nicht enttäuscht. Für solche Sachen ist es einfach tipptopp. So. Komplett glatt. Ja,
ich würde mal sagen, das Ganze ist fertig. Ja, unsere Holzspindel ist jetzt auch fertig. Die ist wirklich federleicht, also die sieht ein bisschen grob aus, ist sie aber gar nicht. Also ich würde die hier mit 100 Gramm maximal einschätzen. Na, nicht mal. Irgendwas zwischen 50 und 100 Gramm. Also wirklich federleicht. Also wie ihr seht, ist es wirklich eine richtig schöne Spindel geworden. Super stabil. Die wird einen auch auf jeden Fall länger begleiten als die aus der Weide. Nur ist halt nicht jedermanns Sache, sich da eine halbe Stunde hinzusetzen und das zu schnitzen. Zum Vergleich, diese Weidenspindel, die hat vielleicht 5 Minuten gebraucht. Und hier habe ich bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen. Ah, seht ihr, die Sonne geht unter, richtig schön. Das sind, glaube ich, die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahr. Die muss man tanken. So, 2 Spindeln haben wir schon mal. Fehlt noch die dritte. Ich persönlich würde diese Spindel einstufen. Das wäre, glaube ich, so eine 9. Also, schlimmer geht immer, ne? Kennt ihr vielleicht. Also 9 ist schon so ziemlich das Schwierigste. Und zwar werden wir uns jetzt eine Spindel herstellen und den Körper, der sich da unten dreht, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aus Ton herstellen. Dafür nehme ich ganz einfach einen Naturton. Fliegt hier stellenweise überall rum. Ich habe den aber schon zu Hause, deswegen brauche ich hier nichts sammeln. Und dann brauchen wir noch einen Stock. Dafür suche ich mir jetzt einen. Ich denke, ich nehme Haselnuss. Oder vielleicht doch Weide, keine Ahnung. Den Tondonut brennen tue ich aber zu Hause. Denn das dauert ein bisschen länger als ein halbes Stündchen. Außerdem ist gleich dunkel. Ich sag mal, wir sehen uns gleich bei mir. Ja, da wären wir. Ich habe hier ein kleines Feuer gemacht. Hab das ein bisschen runterbrennen lassen. Das sind meine Tondonuts. Die habe ich aus Naturton gemacht. Die lege ich jetzt hier an den Rand. Mit der Zeit rücke ich die immer ein bisschen näher ran, dass ich die ganz langsam an die Hitze gewöhne. Und dann warte ich wieder 2 Minuten. Ich hatte das ungefähr 5 Minuten jetzt hier liegen. Jetzt hat sich das langsam daran gewöhnt. Jetzt nehme ich die und platziere die in der Mitte. Jetzt machen wir ein schönes Feuer, dass das auch wirklich komplett durchbrennt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier in der Mitte, da vorne, seht ihr eine Spindel, wie die richtig schön glüht. Das bedeutet, wir brennen das geradezu Keramik. Aber man kann froh sein,
wenn hiervon 50% überlebt. Meistens sind da Luftblasen drin oder Feuchtigkeit und das bringt das zum Platzen. Ich werde jetzt das erste rausholen. Hier oben liegt es schon. Sieht ganz gut aus. Ich lege es erstmal hier an den Rand, damit es keinen Temperaturschock bekommt. Hier ist schon der nächste. Sieht auch gut aus. Das ist jetzt wirklich zur Keramik gebrannt. Der hier ist aufgeplatzt, aber noch intakt. Der ist schön. Ah ne, hier ist auch eine kleine Ecke weg. Also 50% hat überlebt, wie gesagt. Der hier hat so ein paar Risse, ist aber trotzdem gut gebrannt. Und der hier hat hier unten so eine kleine Ecke weggeplatzt. Aber den könnte man theoretisch auch noch verwenden. Die beiden sind natürlich richtig schön. Hört ihr das? Die sind also wirklich sehr gut gebrannt.